So, wir begrüßen euch zu unserem Essen Kartoffelgratin auf dem MCC. Wir sind wieder zu dritt, wie immer. Die Haupt- und die Nebenfrau ist vorhanden und ich bin vorhanden. Die Hunde sind vorhanden, wir sind alle komplett. Wir essen Chicken Wings dazu. Chicken Nuggets, ich sag's schon wieder falsch. Vegane Mühlen-Nuggets und haben noch B-Flügel-Nuggets, also nicht G-Flügel, sondern mit so. B, die Vegetarian Butcher B-Flügel-Nuggets. Das ist ja witzig, B-Flügel ja, und G-Flügel. Ja, ne? Wie lustig, vier? Ja, danke. Du hast? Gib mir mal ein großes noch, damit ich einen Unterschied habe. Könnte ja nur jeder kommen. Ja, wir kommen doch auch alle wieder. So. Genau, dankeschön. Okay. Ich hätte auch von jeder Sorte gerne was. Alles wird gut. Die großen sind die B-Flügel und die kleinen sind die vegane Mühlen-Nuggets. Du brauchst noch ein Penis, ne? Welche sind das? Die hier. Okay. Wir können ja austauschen. Oder nee, du schaffst das. Das sind alles die gleichen. Das sind alles die Mühlen. Nicht. Nee. Doch, das hier. Das hier sind die. Ja, okay. Genau, das sind die. Und dann machen wir mal so eins zurück. Okay. So. Und so, da habe ich jetzt die. Und welche sind jetzt welche? Das sind die Beflügel-Nuggets. Okay, das probiere ich jetzt. Und das andere sind die Mühlen-Nuggets. Oh, gut. Guten Appetit, Leute. Ja, guten Appetit. Ja. Zum Wohl. Tschüss. Dann waren heute wieder alle sehr fleißig. Ja. Mit Verletzungen, mit Fingerschnitten, aber wenn du das andere Video geschaut hast, dann weißt du, was los war. Und wir trinken heute alkoholfreien Wein, weil wir noch in der Fastenzeit sind. Ja. Gar nicht schlecht, oder? Mhm. So, jetzt probiere ich mal. Auf Basis von was sind denn diese Nuggets? Diese alles Soja. Sind vegan. Panierte Nuggets auf Sojabasis mit viel Protein. Das sind die großen und die kleinen auf Basis von Soja. Ketchup. Naja, liebe Freunde. Bisschen Lätsch, ne? Ja, ein bisschen Lätsch. Könnten würziger sein. Mhm. Oder Sojasauce drüber kippen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Sojasauce ist vielleicht eine Möglichkeit, ja. Das hole ich jetzt mal. Jetzt probiere ich mal das gerade an. Gratin. Man spricht die nasalen Laute so, wie der Buchstabe aussieht. I nasal ist eben Aber wir können auch sagen, Gratin. Dieses Kartoffelgratin. Das kann jeder aussprechen. Auflauf, genau. Es ist ein Kartoffelauflauf. Also mir schmecken, glaube ich, die besser. Ja, die kleinen. Ja. Die Mühlen-Nuggets als die, ja. Mir auch. Ich versuche jetzt auch mal mit ein bisschen Sojasauce, wie das ist. Ich finde auch die Mühlen besser als die anderen. Was sind denn die anderen? Vegetarian Butcher. Nee, Butcher sagt man, ne? Butcher. Ich glaube Butcher. Ja. Oh, das ist mal ein bisschen viel Sojasauce. Ja, schütten wir einfach mal drüber. Da wird es mir zu salzig. Aber für wie viele Personen war das gedacht? Für vier bestimmt. Für vier. Naja. Ich weiß nicht, ob wir vier Kartoffeln hatten, oder? Und wir hatten mehr Kartoffeln, darf man nicht vergessen. Aber es ist ja letztes Mal uns schon aufgefallen, dass es immer für drei ist, anstatt das für vier. Das ist knapp, ne? Also wie gesagt, das ist was, wer sich bewusst ernähren will. Also wisst ihr Leute, mir schmecken diese Butcher besser. Noch schon besser. Aber mir fehlt Salz an dem Gratin. Ein bisschen Salz geben. Mir fehlt ein bisschen Lasch. Das ist heiß. Hattest du da Salz dran gemacht? Nein. Oder nur Gemüsebrühe? Ein Viertel der Teelöffel, wie es dabei stand. Das ist ja wenig. Aber du hast ja oft dieses Salzproblem. Ein Viertel der Teelöffel. Das ist aber wenig. Da ist ja die Gemüsebrühe noch dabei, die auch salzig ist. Aber ein Viertel der Teelöffel für so eine ganze... Das finde ich wirklich sehr wenig. Vielleicht Esslöffel gemeint gewesen. Stand Teelöffel. Nein. Lässt es euch durch. Ja.
besser. Viel zu wenig Salz für so eine riesen Schüssel. Für mich ist es okay. Für mich auch. Mhm. Du hast ja immer dieses Salzdefizit, mal zu viel, mal zu wenig, mal ist ja was zu salzig, mal zu wenig. Der Knoblauch kommt überhaupt nicht raus. Nee. Es riecht gut, die Wohnung auch sehr gut. Ja. Aber der Knoblauch war nicht mehr ganz so taufrisch, ne? Vielleicht ist aber ist doch vielleicht gut, da ist es nicht so schlimm. Ja, ja. Also Sojasauce passt gut dazu, finde ich. Aber es schmeckt insgesamt. Es schmeckt super. Ich finde, es gehen um ein paar Kräuter. Ja. Das Lorbeerblatt ist auch nicht richtig rausgekommen. Das Lorbeerblatt, ja. Merkt man gar nicht, finde ich. Nee. Muskat merke ich auch nicht. Ich merke Muskat. Ja, Muskat merke ich. Doch, ja. Wenig. Na, Pfeffer hätte mehr reingehört. Und eben am Ende. Irgendein Mayo. Am Ende hast du denn mal die Soße abgeschmeckt? Das mache ich ja immer. Ich schmecke die Sachen ab. Oh, jetzt hat der Hund gebrummt. Das waren nicht wir. Und dann. Er beschwert sich. Wie ist das? Weil ja, diese Rezepte sind ja oft, wenn die für den deutschen Markt oder. Das sind ja oft sehr mild. Aber es ist nicht zu fettig, finde ich. Das hatte ich befürchtet. Fettig finde ich es gar nicht, ne? Nee, das geht. Na gut, meins lag schon eine Weile auf dem Teller, jetzt wegen dem Foto und der Abmoderation. Und der Bergkäse ist gut. Ja, ja. Ja. Das schmeckt sehr gut. Nee, mir fehlen hier eindeutig die Kräuter. Ja. Majoran, Thymian hätte super gepasst. Kann man ja nächstes Mal dazu machen. Ja, aber die Kräuter werden verbrennen wiederum. Ne? Also die werden nicht in der Soße. Nee, im Backofen? Meinst du nicht? Bei 180 Grad? Die sind in der Soße. Ja, okay. Und die müssen in die Soße mit rein. Wir können es jetzt mal probieren. Sprechen mit vollem Mund. Lektion 5. Ja. 4, 3. Aber unsere Zuschauer kennen das doch schon. Ich habe früher immer Gratin gemacht und Soße in so einem Riesentopf um alle Kräuter und alles rein. Und guck mal, wir passen uns mittlerweile alle an. Wir sprechen mittlerweile alle mit vollem Mund. Ja, wenn ich was gut kann, sprechen wir mit vollem Mund. No. Und mit der Schulter gegen Tür wir haben. Ja, das stimmt. Da bist du besser als wir. Wir essen immer sehr spät. Viel besser als wir. Dafür ja, viel. Wir haben jetzt 9:30. Die Nacht ist noch lang. Und wir bekommen heute Nacht noch eine Stunde weniger. Ach, stimmt. Und das nur. Zeitumstellung. Das heißt, wir können morgen bis 13 Uhr schlafen. Gibst du mir mal den Teller, bitte? Passen mit dem Stück her. Sag mal. Schwupp. Soll ich euch auch noch gleich drauf machen? Ich habe erstmal noch. Obwohl, da kühlt es ein bisschen ab. Da kühlt es nämlich ab, genau. Ne? Und es sind auch noch Nuggets in der Pfanne. Was sind da welche drin von den Nuggets? Ja. Oh, das ist gut mit dem Rand. Ja, das habe ich mir nicht gedacht, dass du das ja, kannst. Ja, gerne. Warte, ich schiebe mal. So, das mag ich wieder überhaupt nicht. Oh, herrlich. Ich liebe das. So. Angebrannter Käse, super. Na. Noch? Nee, danke, erstmal nicht. Echt? Du gleich noch? Ja, dann gib mir bitte. Ich komme mit der Pfanne. Nicht, bitte. Achso, du bist nicht angebrannt, okay. Nee, ich will das aus der Mitte. Ja. Wir nehmen das angebrannte. Wir haben noch 5 von den Nuggets. Kann man noch fristlich hochfahren. Wie viel willst du noch? 1, 2? Maximal 2. Okay. Wie viel haben wir noch? 5? Ja. Wie viel willst du noch? 2? Und da esse ich nur 1. Reicht dir 1? Ja. Okay. Sonst kriegst du von mir noch was. Nee, nee, ist alles gut. Und du hast ja gar nichts mehr. Ja, ich habe alles schon aufgegessen. Ich kann sehr schnell sehr viel essen. Dankeschön. Wir hatten jetzt doch alle ganz schön Hunger, oder? Ja. Guck mal, wann haben wir Kuchen gegessen? Wie lange war das gerade jetzt im Backofen? Kürzer als gedacht. Eigentlich war es 45 Minuten und es stand dabei, wenn die Kartoffeln noch nicht durch sind, soll man noch einen Nachgaben. Und ich habe es aber nach 37 schon ausgeschaltet, weil es durch war. Naja, als 40 Minuten. Weil wir so toll gehobelt haben. Deswegen. Anstatt 45 waren es am Ende 40. Hobeleien, deswegen. Am Ende kommt sicherlich noch auf die Kartoffel drauf ein. Ne? Ja. Man sollte Festkochende nehmen, ne? Ich weiß gar nicht, das war glaube ich Festkochende. Ja, ja. Ja, milde zerfallen noch, glaube ich, im Ofen.
ich hole ja meistens vorwiegend festkochend. Oh, ich esse ganz wenig Kartoffeln. Echt? Ja, ja, ich habe auch letztens überlegt, ich muss wieder mal mehr kaufen. Mhm. Ich kaufe gerne Süßkartoffeln und dann eben Produkte aus Kartoffeln wie Kartoffelsalat oder Gnocchi. Ich bin zu faul, mir das selber zu machen. Mhm. Früher habe ich viel mehr Kartoffeln gegessen. Ja, ich esse schon immer Kartoffeln. Viel Kartoffeln. Mhm. Ich mache ja kaum Nudeln. Ich liebe ja Nudeln. Und Instant-Couscous, das geht so schön schnell. Instant-Couscous hat er noch nie gegessen. Naja, ist auch 3 Minuten so ich Instant-Couscous. Gibt es bloß auch in so arabischen Läden. Und den normalen Couscous musst du auch 15 Minuten, glaube ich, ziehen lassen. Es gibt aber welchen, die kommen gut daher. Da ist schon alles fertig mit Minze und Zitrone. Oh. Ich finde das toll, wenn mal der Name mir jetzt nicht mehr einfällt. Ist weg. Bei mir wäre das ja wie immer zu trocken, deshalb habe ich mir mal ein bisschen Gurkensalat dazu gemacht. Na, siehst du, den haben wir vorhin gar nicht gezeigt. Dann ist jetzt die Gurke auch verarbeitet. Ja, wir haben heute viel so Reste verarbeitet, was gut ist. Na. Und alleine macht man sich halt so eine Mühe gar nicht. Ganz genau so ist es. Du hast keine Lust zu, ne? Nee. Ist doch ein feines Essen. Absolut. Ich esse schon immer sehr gerne Kartoffelgratin. Mir ist es eben auch zu viel Arbeit. Na, hast du jetzt gesehen, dieses Gehobele, dieses Geschäle. Aber wir müssen uns so eine Hobelmaschine tun. Ach, jetzt habe ich schon gut gehauen. Das kostet auch nicht viel. So eine Hobelmaschine, so ein Slicer. Ja, ja. Wir haben auch schon fertige geholt, aber die, diese Soßen da dran. Das kannst, du überhaupt nicht vergleichen. Keine Ahnung. Und wenn die Gaststätten wieder aufhaben, können wir unsere Zuschauer mit in die Gaststätte mitnehmen. Im Jahr 2075. Ja, ich dachte 74 machen die wieder auf. Nee. Wenn man sich überlegt, wann wir geboren sind, was wir alles mitgekriegt haben. Ich bin da immer dankbar, muss man sagen. Kein Krieg. Das Computer, das Internetzeitalter, die Wende. Ja. Ja, also ich finde das schon ganz erstaunlich. Und ich denke, jetzt kommt noch irgendwas, was wir erleben dürfen. Zwei politische Systeme haben wir durchlebt. Ja, und eben wirklich diese industrielle Revolution 4.0. Das finde ich schon. Und jetzt DDR 2.0. Mit grenzendicht. Und mit grenzendicht. Das ist ja, es ist das, wie in der DDR. Dass diese Grenzen mal wieder so eine Bedeutung bekommen, ne? Das hätte auch niemand Ronny gedacht. Ronny lacht sich im Grabe tot. Aber wir konnten damals nichts im Internet bestellen. Wir mussten auf die Westpakete warten. Ich habe heute wieder im Aldi-Prospekt geguckt. Wurde ja auch bestimmte Sachen. Die haben tolle Sachen wieder nächste Woche. Ja. Aber du kommst und es ist weg. Da dachte ich, wie früher musst du. Naja, das ist das. Entweder musst du es online bestellen oder musst du 7 darstellen und hoffen, dass keine Schlange vor der Tür steht. Naja. Als ich die Briefkästen geholt habe, musste ich auch ganz früh. Es ist wie früher. Schon lange. Weiß ich jetzt noch was? So ein bisschen. Ja, ist schon noch. Na klar. Und dein Gurkensalat? Den Rest müsst ihr dann essen. Ich kann nicht mehr. Das essen wir. Du kannst nicht mehr. Die Sahne. Reiß dich mal ein bisschen zusammen hier. Ja. Hast du einen Kuchen gegessen vorhin? Ach, das war nicht viel. Da ist aber noch was mit einer braunen Kruste. Das lacht mich sehr an. Ihr wollt was von meinem Gurkensalat ab? Nein. Nein, wir gönnen es dir. Das sieht zwar sehr nice aus, aber wir gönnen ihn. Mit viel Dill. Wenn jetzt Heinz da wäre, dann wäre alles weg. Der würde ihn bestimmt. Ach so, das gerne. Ne? Der hat ja auch mal einen ganz tollen Gurkensalat gemacht, aber nur einmal in seinem Leben. Ne? Der hatte so ein tolles Rezept von seinem Vater. Und das findet er nicht mehr mit. Das war aber entweder findet er das nicht mehr, ne? Aber war ein ganz tolles Rezept. Schwer kann es ja nicht sein. Damit könnte er uns eigentlich mal überraschen. Und mit saurer Sahne. Oh, vielleicht macht er das irgendwann mal. Die jungen Leute. So. Nächste Runde. Machst du's? Warte.
Nimm dir das. Also ich, da, bei mir ist jetzt noch das Ende aus, was du möchtest. Und den Rest nehme ich dann. Okay. Dann nehme ich oben. Ja, nimm dir, was du willst. Ne? Hier das. Oh. Hm. Oh, jetzt habe ich auf den Tisch gekleckert. Okay. Und das alles ohne Alkohol im Blut. Ja. Yeah. Und wir haben keinen Vogel da, der es runterfrisst. Oh, hey, wir haben den Vogel vergessen. Naja, der ist schon im Bett um 9:30. Mhm, mh. Ich gebe dir das gleich wieder so schnell. Ja, 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 mach. Bevor es einen Fleck macht. So. Ach Gott. Ich gebe dir mal die ganze Pfanne und du kratzt es am besten aus. Ist das okay? Das ist nicht mehr heiß. Wenn die nicht mehr heiß ist. Nicht mehr heiß. Ja. Für unsere Zuhörer, die uns noch nicht kennen, sind im Besitz von 3 Haustieren, 2 Hunden und einem Graupapagei. Ja. Ja, und diese erscheinen auch immer mal wieder in den Videos. Ja. Der Graupapagei schreit immer. Irgendwelchen Quatsch. Oder man hört sie zumindest. Mhm. Eigentlich haben wir noch mehr Haustiere. Wir haben Goldfische und Spinnen. Momentan im Keller, im Sommer dann in den Wassertonnen. Damit diese die Regenwürmer fressen. Haben die Namen? Die Goldfische nicht, ne? Die Mücken fressen. Mhm. Nee. Die heißen A, B, C, D, E. Wir hatten ja leider einige Todesfälle zu beklagen diesen Winter, weil die Goldfische erfroren sind. Die waren bestimmt einfach alt. Nee, es war zu kalt in den Tonnen, wo unten Schlamm war und so. Da haben die überlebt. Ne? Ja, die konnten sich eingraben. Ne? Also wir müssen unbedingt da Schlamm und Kieselsteine reinmachen. Mhm. Und nächsten Jahr bitte aufpassen. Ja, genau. Gott, bin ich voll jetzt. Weil jetzt werden wir so richtig fett. Herrlich. Verbrannte. Jetzt ist der ganze Sack Kartoffeln weg, Bio. Ja, ist doch gut. Da sind nur die anderen nach vorne. Ich lecker schon und ich bin müde mittlerweile, merke ich. Vom Essen. Und heute hat kein Mittagsschläfchen. Naja. Ich habe nur mal gelegen. Vielleicht sollte man eine Seniorenresidenz aufmachen. Ja, das ist vielleicht auch eine gute Idee. Das ist auf jeden Fall eine Marke, also wird benötigt. Naja, und wir sind die besten Kunden. Ja. Ich habe da letztens aufgeräumt, weil ich Unterlagen gesucht habe. Mhm. Und da habe ich einen Brief gefunden, den ich an dich geschrieben habe. Den habe ich aber, ja, den habe ich wieder weggehauen, glaube ich. Und da war deine Idee mit dem Mittagsschlafhotel. Du hattest Idee. Ja. Das hatte ich schon ganz früh. Mhm. Powermapping. Und das gab es dann auch, das haben auch Leute das gemacht. Das gab es dann später, ja. Aber eben in den Metropolen, das wie Frankfurt, immer noch, Düsseldorf, in diesen Bürokomplexen, wo die Manager sind. Und da gibt es Powernapping. Na, in Dresden gibt es ja auch diese Stundenhotels, wo du Mittag schlafen. Ich wollte gerade sagen, das ist es nämlich. Deswegen hat sich das nicht durchgesetzt. Weil das billig, relativ da billig kannst war. Du für 20 Euro kannst du dir ein Zimmer mieten über Mittag. Ach so? Das ist billiger als ein Puff sozusagen. Genau, das war der Haken an der Sache. Das ist Friedrichstadt. Ach so. Mhm. Also wenn du von Friedrichstadt Richtung Kesselsdorf fährst, also Kesselsdorfer Straße, da hinten ist das. Meine Güte. Sex sells. Ja, schon. Da können dann die Arbeitskollegen rein. Naja, natürlich. Ich meine, wenn du dir überlegst, ob du ein Hotel für 50 Euro nimmst, oder ein Hotel für 20 Euro, wenn du schnell bist, reicht das. Da reicht das, ne? Genau. Und wer das Hotel nehmen will, der ist dann auch schnell. Das ist auch mein Spinn. Also, dann gehe ich jetzt einfach mal aus. Das muss man doch lernen, so schnell einzuschlafen. Und ich meinte jetzt was anderes. Wir haben jetzt was anderes gemacht. Wir meinten Schweinekram. Ach so. Ich bin zu müde, da kann ich nicht mehr richtig denken, merke ich. Ich bin zu alt. Ich wollte ja immer sowas dann mit Killern kombinieren. Ja, was ja auch in die Richtung geht. Aber das war genau das Problem, eben nur Killern. Killern mein Streicheln Killern, und Kitzeln. Fußhöchen Killern oder so zur Entspannung halt. Keinerlei sexuelle Betätigung. Da musst du in so eine Thai-Bude gehen, da steht es auch manchmal dran. Mhm. Killern! Nee, da steht keine erotischen Massagen. Ah, ach so. Nur so. Oder du fragst deine Physiotherapeutin. Ich wollte ja früher immer, dass jemand mir eine Killermaschine erfindet. Was gibt es da für diese
Wagyu-Rinder. Die haben doch so eine Kratzmaschine. Die Kratzmaschine, ja, ja, ja. So was könnte man machen. Ach, kannst du mit der Flasche Spülbürste seinen Fuß finden. Reinstecken kann und dann wird er gegürtelt. Das wäre doch was. Ja. Oder mit Handbetrieb, so, das ist so eine Kurbel. Ne, aus einer Nudelmaschine. Also anstelle dieser Platten. Ach so, meinst du, ja, ja. Dann hält man den Fuß vertrauensvoll dagegen. Muss ich finde das halt extrem entspannt, sowas. Aber manche Leute halten das überhaupt nicht aus. So, jetzt bin ich aber extrem. Ich hab's da noch irgendwann, glaube ich. Du musst ja vorher ein Fußbad mitmachen, wie bei der Fußpflege. Das war wie, wo wir mal bei den Fischen waren. Ah ja, da wo man dann, das haben wir ja mal gemacht, solche Fische, die einem dann irgendwie die Hornhaut abnagen oder so. Aber irgendwann kannst du da auch nicht mehr. Irgendwann nervt es dich dann. Also, das in Berlin hat sich nicht durchgesetzt. Ich glaube, 20 Minuten haben wir gehabt oder was, aber nach 10 Minuten reicht es eigentlich, ne? Ich finde es auch irgendwie unappetitlich, muss man sagen. Die hatte auch extreme Hygiene Vorschriften. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen. Hygienekonzepte, um aktuell zu sein. Ja, ja, dann musst du da ausfüllen, ob du irgendwelche Fußpilze hast. Ja, und die mussten sich an alles Mögliche gehalten. Wie viel sollen die Fische fressen? Wenn die 10 Kunden am Tag noch platzen, die doch. Ach, da sind hunderte von Fischen drin. Ach so, okay. Und gibt es auch nicht so einfach, diese Fische und was sie uns alles erzählt haben. Ne? Ja, das glaube ich nicht. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass es die nicht einfach gibt. Ja, wenn ich zur Akupunktur gegangen bin, musste ich immer an so einem Fischspa, nannte sich das. Ach Gott. An so einem Fischspa vorbei, da waren nie Kunden und irgendwann hatte das zu. Ja. Geldwäsche. Also, ich habe das noch nie gehört. Ja, ganz genau, das ist ein Geldwäsche. Die Katrin, die waren da mal auf Gran Canaria oder so. Sind die in sowas gegangen? Das hatte ich mir dann. Ich hatte das kriegst du meistens aus südlichen Ländern, genau, da kriegst du sowas. Ach, da war das dann aber auch draußen und in irgendeinem. Nö, das ist da draußen, da sitzt du auf der Straße und da hast du dein Bottich, wo du deine Füße reinhängst. Na, das ist so ein Tourifang. Wie hygienisch das dann ist. Ja, ich hätte immer Angst, dass die mir tatsächlich in den Zeh beißen. Hast du noch Fotos, wie das war? Wie wir waren, das waren so hohe Sitze und das sah schon edel aus, auch schön eingerichtet. Und das war ein Kurort. Da haben die Leute mehr Zeit. Da machen das war doch nicht auf Gran Canaria, da gibt es ja keine Kurorte. Nee, das war in Bad Gottleuber. Bad Muskau war im Übrigen und Bad Gottleuber war, glaube ich, auch in der Fernsehsendung dabei. Ach so. Bad Muskau auf alle Fälle. Ja. Nein, diese ganzen Bäder. Muss jetzt eben. Ja, Bad Muskau war ist wieder in Grenzen. Aber gut, ist beides Grenzen. So, jetzt heute sind wir schneller. Heute haben wir recht schnell gegessen, ne? Weil es so lecker war. Ja, genau. Ja, ja. Wollen wir noch ein Dessert? Ja, was wollen wir denn als Dessert machen? Wir hätten wieder das Mousse de Chocolat vorher machen sollen. Ja, ja, ja. Das haben wir wieder vergessen. Was habe ich letztens gesehen? Mousse de Chocolat gibt es jetzt von Dr. Oetker. Oder auch von Comet, um eine andere Firma zu nennen. Aber das gibt es schon lange. Ja, ja, aber ich habe es letztens in der Fernsehwerbung gesehen. Ach so. Ja, ja. Na, bei Kaufland. Ich kann mich noch erinnern, als ich Kind war, gab es ja noch DDR-Fernsehwerbung, 1000 Teletipps. Ja. Gibt es noch ein bisschen auf YouTube. Ja. Und da war mal Comet Speiseeispulver. Ist das Eisern? Ja, siehst du, haha, schnellere Tank. Und dann hat man es angerührt und da war immer irgendwelcher Glotter drin. So Betonreste. Also irgendwelche Sand und Steine waren da drin. Auch Traubenzuckertabletten, wenn man die in Tee aufgelöst hatte, da war unten Bodensatz, das sehe ich noch ganz genau. So, ich hätte angeboten Karamell. Mehl, Eis mit Mehl, okay. Dann Erdbeere. Oh ja, oder? Oder Zitrone. Erdbeere. Wir essen Eis. Möchtest du auch ein Eis? Nee, ich möchte jetzt gar nichts mehr. Ich esse noch ein Eis, da hab ich noch Bock. Ja, das mach ich dann. Wir essen noch ein bisschen Eis. Genau. So, oh lecker, das sind solche Tüten. Ja, ja, ja. Ich mag ja keine Eis mit Stiel. Ich hasse ja diesen Holzstiel. Oh, ja, das ist immer ein bisschen unabhängig. No, ich finde das... Ne? Ich esse lieber diese Waffeltüten. Ja, ja, ja. Frau Schilling mag diese Waffeln nicht. Ach so. Ich erinnere mich, dass die Frau Schilling mir mal in Dresden im Intershop so ein Eis ausgegeben hat. Und zwar, wenn man über die Brücke geht am Goldenen Reiter. Echt? Ich meine am Goldenen Reiter. Auf der Hauptstraße sozusagen. Ich muss kurz nachdenken. Warte mal. War das am Goldenen Reiter? Nee.
Ah, verdammte Axt. Nee, nicht im Hauptbahnhof. Da war irgendwo, oh, was ist denn da jetzt drin? Ich meine, WMF oder Villeroy und Boch, da war früher ein Intershop drin. Also wenn du am Golden Reiter vorbeigehst, ist rechts ein Eisdeal auf der Hauptstraße. Nee, da war früher... Ach so, ein Intershop. Ich glaube, das war links. Links, dann, ne? Genau, links. Ne? Und da ist heute irgendwie ein Porzellan- oder ein Möbelladen drin. Mhm, genau. Ne? Möbel. Doch, am Goldenen Reiter. Ja, ja, Möbel. Und da hat mir Frau Schilling damals so ein Eis ausgegeben, was irgendwie, weiß ich nicht mehr, wie viel D-Mark gekostet hat. Und ich habe gedacht, der Himmel öffnet sich. Es war so herrlich. Westeis. Naja, wie ich noch. Fand ich großartig, dass du mir von deinem Forum schenkst. Oder ich meine, das war schon noch Westgeld. Dass du mir da ein Eis ausgegeben hast. Und da saßen wir dort, wo heute der Goldene Reiter steht, dort in der Drehe, und haben dieses Eis gegessen. Und ich dachte, herrlich, so muss das Paradies sein. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Tja, so ist es, wenn man älter wird. Naja. Naja. Für dich war das auch nicht so ein Erlebnis? Doch, doch. Naja, ich meine, wer was bekommt, für den ist es immer ein größeres Erlebnis, als für den, der das gibt. Naja, aber es war schon was Besonderes, im Intershop was zu kaufen. Also ach so. Das hat man sich schon überlegt. Ach so, okay, ja. Gut. Da waren 5 Westmark. Mhm. War viel Geld. Und wir waren halt früher, also ich zum... 5 Westmark haben wir. 25 Ostmark oder schwarz 50 Ostmark. Mhm. Der Tausch, das war ja 1 zu 10, am Ende 1 zu 11. Mhm. Echt? Ja. Das ist ja der Hammer. Na klar, du musstest eben kennen, der überhaupt gedealt hat. Ne? Naja. Na, so sind die Leute alle zu ihren Villen gekommen und zu ihren Autos. Ja, ja. Muss man sich mal vorstellen. Aber naja, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Siehst du, das ist das Alter. 1 zu 5. Ah, genau. Ich bin manchmal nur in den Intershop gegangen, um zu riechen. Ja, das habe ich schon von mehreren Leuten gehört. Das, wie es heute in jedem Drogeriemarkt riecht, das waren die Waschpulver. Das gab es in der DDR nicht. Das Spee, ein Produkt der wenigen, die sich gehalten haben. Weil, gibt's auch noch. Ja, das wusste ich nicht. Und Atta, na gut, das ist ja alt. Aber Spee, das ist ja von Henkel gekauft worden. Atta gab es doch bei uns. Ja, ja. Atta war so ein Universalding. Mhm. Ne? Das ist, glaube ich, aus den 20er Jahren. Ja, was, ja, ne? Das ist uralt. Ne? Naja, wie Chlorodont. Mhm. Ja. Aus Dresden im Übrigen. Chlorodont kommt aus Dresden. Ach so? Mhm. Ja. Nee, Odol kommt aus Dresden. Jetzt Odol, ich erzähl ja. dummes Zeug. Odol kommt aus Dresden, ja. Und... Ich meine Chlorodont auch. Ja, ja, ne? Auch? Und der BH ist in Sachsen erfunden worden. Echt? Ja. Das will ich auch. Hatte ich euch schon erzählt, dass unser Bahnhof wieder von der Deutschen Bahn wohl zurückgekauft ist? Ja, ne? Nee. Na? Nur am Rande, dass sie jetzt halbstündig fahren. Genau, und dann wollen wir wieder halbstündig fahren. Ach nee. Und dann können wir nur hoffen, dass sie die Strecke nach Norden wieder aufmachen. Mhm. Ja, man kann gar nicht genug Geld haben. Hätte ich Geld, hätte ich das alles gekauft und hätte die Strecke nach Norden aufgemacht. Bist du in 2 Stunden in Berlin? So, bist du in 3,5 Stunden in Berlin, weil der ja unten rum. Ja, weil du unten rumfahren musst. Ja, ja. Ja. Ja, das ist ja in alle Richtungen. Es ist ja genauso mit Görlitz und so weiter. Ne? Ja, 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 ja. Du musst halt immer über die große Stadt. Mhm. Und ich dachte, dass ich vielleicht von Hoyerswerda schneller komme, weil das ja im Prinzip fast Preußen ist. Geht aber auch nicht. Du musst immer über Dresden, weil die diese Strecke langgelegt haben. Ja. Es fehlt im Prinzip das Stück zwischen Hohenbocker und Elsterwerda. Weil du fährst von Berlin aus mit dem Zug über Elsterwerda. Du bist im Prinzip fast da. Das ist auf einer Höhe mit Garmitz. Mhm. Ja. Mhm. Und dann fährst du aber diesen Schlenker nach Dresden runter und musst dann dieses U praktisch wieder hoch. Man könnte in Elsterwerda aussteigen und laufen sozusagen. Na, ich weiß mal, ich bin mal in den falschen Zug eingestiegen, als Frau Schilling im Krankenhaus lag. Mhm. Und plötzlich habe ich gemerkt, oh, ich bin auf dem Zug Richtung Ruhland und Cottbus. Mhm. Das musste ja sein, ne? Ja, ja. Mhm. Das war früher mal, dass wir gedacht haben, mein Gott, der Vindobona fuhr Dresden, Leipzig, Wien. Und das war immer mein größter Wunsch, irgendwann mal bis Wien durchfahren zu können. Mhm. Oder der Interzonenzug nach Frankfurt am Main. Ja. Naja. Den mache ich einmal selbst dann. Mhm. Ach ja, so gut, liebe Leute. Das war's für heute. Ja, wir waren heute sehr schnell. Wir haben alle einen müden Punkt.
weil es ist jetzt auch gleich 10. Und ja. Schreib uns, wie es dir geht, was du gegessen hast. Schlag uns vielleicht was vor, was wir kochen sollen. Schlagt uns Themen vor, über die wir gerne sprechen sollen. Genau. Diskussionsthemen. Habt ihr auch schon mal vegane Nuggets gegessen? Ja. Schreibt einfach drunter. Schreibt euch die Finger wund. Oder ob wir nur dummes Zeug erzählen. Lesen uns das alles durch. Genau. Wir antworten darauf und fassen auch diese Themen dann in unserem nächsten Podcast wieder ein. Sozusagen auf. Ne? Mhm. Okay, macht's gut. Na gut. Gut. Bis ciao, bald. Tschüss.